gehen wir jetzt natürlich schon zu Fuß, oder? Gehst du schon einmal vor, Florian? Okay, sicher. Also der Stadtturm Judenburg ist der höchste alleinstehende Stadtturm Österreichs. Er ist 76 Meter hoch und er wurde in den Jahren 1449 bis 1509 als Feuerwachturm errichtet, weil eben die Stadt im frühen Mittelalter öfters komplett abgebrannt ist. Hat auch nicht viel genutzt, denn seit er steht, seit den 500 Jahren, nächstes Jahr haben wir 500-jähriges Bestehen, ist die Stadt samt dem Turm dann fünfmal abgebrannt worden. Also wir befinden uns hier jetzt auf 42 Meter Höhe auf der Aussichtsgalerie. Auch diese wurde im Rahmen des Turmumbaus revitalisiert, wie es so schön heißt. Wir blicken jetzt runter auf die Stadt, eigentlich auf den fast mittelalterlichen Teil der Stadt. Also von hier hat man eben aufgrund des Turmes den Überblick über diese eng verbaute Altstadt. Und das war ja auch der Hauptgrund, warum der Turm errichtet worden ist, um diese Gebäude oder diesen Bereich unter Kontrolle zu haben, eben wegen der als Feuerwachtturm wurde ja errichtet und wird auch genutzt, klarerweise von Besuchern, besonders wenn es so schönes Wetter ist. Man blickt auf der anderen Seite dann über das gesamte Eichfeld. Und von dem her ist zusätzlich zu dem Zweck, dass wir jetzt da das Planetarium erinnern haben, das auch noch ein sehr schöner Aussichtspunkt. Also von hier aus hat man sehr schönen Blick auf die Seetaler Alpen, die da Richtung Süden liegen. Man sieht auch das Lachtal, ein Skigebiet, wo momentan auch so Windenergie genutzt wird. Man sieht eigentlich, wenn das Wetter so gut ist wie jetzt, die gesamte Alpenregion der niederen Tauern. Sehr schön. Die grundsätzliche Idee, das Planetarium hier in den Turm zu bauen, hat der ehemalige Stadtpfarrer von Judenburg, Prälat Zuber, gehabt. Im Rahmen einer Zukunftskonferenz im Jahr 2003 wurde dann diese Idee eigentlich öffentlich gemacht und somit ist dann im November 2006 das Planetarium eröffnet worden. Also im Gegensatz zu einem Observatorium ist ein Planetarium eine Institution, wo der Sternenhimmel erstens einmal künstlich erzeugt wird und die eben dadurch Tageszeit und Wetter unabhängig den Sternenhimmel zeigen kann. Also das Planetarium bietet für 65 Besucher Platz. Das Kernstück des Planetariums ist klarerweise die Projektionseinheit, besteht eigentlich aus zwei Komponenten. Einerseits der Sternenprojektor, optisch-mechanisch, und andererseits das Vollkuppel-Videosystem, besteht aus 5 Videoprojektoren, die dann die gesamte Kuppel mit Videomaterial ausfüllen können. Zum Sternprojektor, das ist momentan das modernste Gerät, das Carl Zeiss Jena für Kleinplanetarium herstellt, ZKP4 genannt, Zeiss Kleinplanetarium der 4. Generation. Man sieht hier 2 Kugeln. Das sind jeweils die nördliche und die südliche Hemisphäre. In den Kugeln sitzen helle Lampen drin, laufen Lichtleiter weg, die bringen das Licht dann verlustfrei an die Linsen, die hinter diesen Schwerkraftblenden versteckt sind. Diese Linsen sind chrombeschichtet, also eine lichtundurchlässige Chromschicht auf der Rückseite, wo mit Präzisionslaser dann die Löcher so hineingeschossen wurden, dass sie dann hier in der Kuppel in der richtigen Entfernung an der richtigen Position stehen. Also allein das Aufstellen der Maschine ist ja eine eigene Wissenschaft. Mechanisch aufgestellt ist ja innerhalb von 2 Tagen. Dann die wirkliche Arbeit ist dann das Einrichten der einzelnen Sternfelder. Jede Linse beinhaltet ja ca. 250 bis 300 Sterne. Die sind ja da reingeschossen, diese Linse, und diese müssen ja untereinander genau in der richtigen Position sein, damit dann der gesamte Sternhimmel nicht lauter Doppelsterne hat, sondern mit dem gewisse Sterne, die sozusagen als Referenzsterne dienen, werden ja von 3 Linsen oft gleichzeitig projiziert und die müssen dann ganz genau übereinander liegen, damit das Gesamtbild des Sternenhimmels exakt dem entspricht, was man mit freiem Auge draußen sieht. Und die sind eben 2 Mann, 3 Wochen damit beschäftigt, diese gesamte Maschine, also den gesamten Weltsternhimmel sozusagen einzurichten. Das heißt, wir können 7000 Sterne darstellen, also alle Sterne, die mit freiem Auge
gesehen werden können, am sowohl Nord- als auch Südhimmel. Dazwischen gibt es die Planetenprojektoren, also für alle Objekte, die sich dann frei bewegen, im Gegensatz zum Sternenhimmel, zum Fixsternhimmel, gibt es separate Projektoren, die sich eben dann in allen Richtungen drehen können und bewegen können, der Ekliptik entlangfahren. Also man kann wirklich jegliche Situation des Sternenhimmels mit Planeten, mit Mond, mit Sonne 10.000 Jahre in die Vergangenheit, 10.000 Jahre in die Zukunft und rund um die Welt darstellen. Insgesamt war der Gesamtaufwand von 2,7 Millionen Euro. Da sind auch die Umbauarbeiten klarerweise, die ganze Innenstruktur hat ja neu gemacht werden müssen. Es wurde ja dann der Glockenstuhl getrennt und auseinandergerückt, damit eben der Lift dazwischen hineinpasst. Für die Planetariumstechnik selbst waren knappe 1,2 Millionen Euro notwendig. Wir in Jungburg haben wir das Glück, dass wir dadurch, dass wir so ein junges Planetarium sind und finanziell sehr gut situiert sind, dass wir momentan 14 verschiedene Shows bieten können. Und das Spektrum ist sehr weit gefächert, von Schulvorstellungen angefangen, vom Volksschulalter über die Oberstufe bis zu Musikshows. Also wir bieten eigentlich Infotainment, das ist ein Wort, das ich eigentlich recht gern habe. Da nämlich das Wissen, das wir vermitteln wollen, sowohl das astronomische Wissen als auch was in den Shows geboten wird, einfach besser an den Mann bringen, weil die Menschen sind gewohnt vom Fernsehen oder ähnlichen Medien oder gerade vom Computer und Internet, dass sie eine schöne Verpackung kriegen für das Wissen, das wir da jetzt bieten. Und bei uns ist es so, dass jede Show, wie wir sie nennen, wir haben im Stundentakt die Shows, besteht aus zwei Teilen. Der eine Teil ist der fertige Film, das Vollkuppelvideo zum jeweiligen Thema. Und der zweite Teil ist dann immer die Live-Moderation, wo dann auf den aktuellen Sternenhimmel mittels des Sternprojektors eingegangen wird. Ja, fürs Jahr 2009 haben wir uns sehr viel vorgenommen. Wir wollen unsere Planetenwanderwege fertigstellen. Einer ist schon Richtung Süden. Wir wollen in alle vier Himmelsrichtungen die Planetenwanderwege fertigstellen. Das ist dann im Maßstab 1 zu 1,4 Milliarden. Wir haben unten beim Eingang des Turmes eine 1 Meter durchmessende Sonne als Modell. Und in Bezug auf diesen 1 Meter Durchmesser der Sonne sind die ganzen Wege dann abgesteckt. Es gibt dann dort, wo die Planeten sich befinden, dann immer eine Schautafel mit der Beschreibung des jeweiligen Planeten, dann der Planet selbst im Verhältnis zur Sonne dargestellt. Also man kann sich sozusagen das Sonnensystem erwandern. Also es ist eine günstige Lage des Turmes insofern, als dass wir in den Süden hinaus, wo jetzt schon der erste Planetenwanderweg existiert, einen Graben haben, der einen Knick macht, weg von der Stadt, weg vom Licht, weg vom Streulicht. Und dort ein relativ gutes Seeing ist für den Talboden herunten. Und wir laden dann gerne besonders Schulgruppen in der Sommerzeit ein, eine Veranstaltung hier in der Kuppel zu besuchen, hier den künstlichen Sternhimmel zu sehen. Und dann gehen wir raus, es ist circa eine Viertelstunde zu Fuß. Da werden die Augen dann sehr gut adaptiert. Das ist dann beim sogenannten Schloss Weiher. Hinten im Hof, da haben wir dann zwei Instrumente stehen, ein Dobson, das ist jetzt nur ein 14 Zoll und ein Schmidt-Cassegrain 12 Zoll, wo man dann eben den echten Sternhimmel schauen kann. Wir machen das dann mit grünem Laser, fast wie im Planetarium, dass wir die Sterne zeigen, die Sternbilder, dass man eben diese Orientierung aus der Kuppel mit rausnehmen kann und dann auch sieht, wie es dann in Wirklichkeit ausschaut und eben gewisse Objekte, die dann gerade am Nachthimmel sichtbar sind, durch das Teleskop zu betrachten. Aber von dem her ist es dann, man merkt dann wirklich, dass dieser Funke, die Begeisterung dann überspringen kann, wenn man dann wirklich als Besucher wirklich diese Begrifflichkeit hat zwischen dem, was im Planetarium gezeigt wird und der Realität dann draußen. Also das ist phänomenal, was sie da dann wirklich tut an Begreifen.